Huhn fertig sozusagen. In der Leistung war man richtig teuer, oder? Ja. Skandinavien sind gut. Nehme ich. Da haben wir gut für Skadi. Ja, für Skadi halt. Tatsächlich. Jetzt habe ich den Namen Skadi das zweite Mal überhaupt gehört. Aber die wurde mit Gips übergeschrieben. Als Kindername. Ja, das war mir noch nicht. Das ist ja was an die Zeta, ey. War richtig schlecht. Deswegen war ich die meiste Zeit krank. Hä? Wie bei Angel Henning. Wahrscheinlich. Vor der Tür abgehoben. Der ist ja gerade am Aufpassen. Ist der noch, der an den Buckel steht? Nee, das ist für die 12. Hi. Moin. Moin. Kannst du uns bitte weiterhelfen? Keine Ahnung. Das ist noch ein bisschen höher und Reifen hat keine Luft. Der Sitz muss ein bisschen höher. Ja, ein bisschen. Ich hab welche. Das ist ja. Auch keiner. Und er hat halt gesagt, mach das. Nicht wirklich. Was willst du haben?
Was mit dem Huni? Ganz ein bisschen. Ich weiß ja nicht, ob du klarkommst damit, keine Ahnung. Ja. Ja, machen wir. Muss mir jetzt irgendwann mal Ruhe, was ich mal. Smith, na klar, ja, auf jeden Fall kam hier ein. Dafür war er aber sehr fröhlich von mir. Ein Smither, na, er ist endlich draußen. Aber was, der hat, was hat die denn denen gegeben zum Essen? Na hier, Muttermilch statt Muttermilch. Echt, ja? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Viel Arbeit. Ja, ich mir im Winter, ich verschaffe das ja wieder. Ein erster Wintermonat. Naja, okay. Wenn es das alles so in etwa das Programm ist, dann habe ich das ja in einer Woche eingestellt. Ja. Hoffentlich. Die Hefte, kann man die verkaufen? Was meinst du? Welche? Da sind da oben noch so Bände, so Sammelbände. Ich hab da noch nicht geguckt, deswegen weiß ich nicht. Ich hab auch nicht. Aber da sind auch Prospekte und so. Das ist ja komplett mit Prospekten. Ich hab da nicht reingeguckt. Alles sind. Alles sind hier einmal die Prospekte. Die sind aber auch einzeln. Und dann diese zusammenhängenden. Und der Rest ist alles. Keine Fototechnik, das ist ja vom Bilalen, wa? Fototechnik hat der nicht. Hast du das gesehen? Hast du das mitgekriegt? Hast du mir gesagt. Das war ja, das war eine ganz eigenartige Nummer. Der hat noch zwei Säcke voll mit Ledertaschen. Ja gut, aber. Und ich weiß nicht, ob da was drin ist. Ich vermute auch immer. Man meinte so, naja, wenn da eine Leica-Tasche dabei ist, oder hat er mal gesehen. Nachvollziehbar für mich, wenn ich die Ledertasche hier. Normalerweise nimmst du die ja mit als Schutz für die Kamera. Wenn jemand kommt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die einfach da ist. Also ich bin Ledertasche mal mitgesetzt. Die waren, da war eine ganze Menge, aber das war alles zu eilig. Also da war da auch maximal eine Dreiviertelstunde. Die hatten wirklich schöne Profile noch. Günstig. Und wir brauchen dicken, fetten Sinn. Oh Gott, ich will. Oh. Naja, ja.
Wie bitte? Die Betriebe sind wahrscheinlich. Klappt. Hä? Irgendwann ist es egal. Das ist jetzt wie in der Richtungsstraße. Das kriegt man ja nicht. Also war der Kubikmeter, ich hab noch kein Schwein gesehen. Also ich selber nicht. Und so. Ja, das ist so, dass sie, also vom Logischen her hätten sie das einfach früher machen müssen. Das so ein bisschen sortieren. Wir hätten da so eine Aktion starten können. Das ist ja kein Ding. Da hätten sie da Platz her. Aber ist das alles scheiße? Die waren dann schlecht organisiert, aber keine Wissen gar nicht. Aber das Schlimmste war, die waren alle stinkfaul. Das ist ein Ding. Ja, die haben einfach nur noch ein bisschen Geld gesehen, wenn das war. Genau, ein bisschen Geld, Knatter, und dann ist da nichts passiert. Die waren stinkfaul. Das ist nicht gut. So, und dann haben sie natürlich zum Schluss, mussten sie alles wegwerfen. Die haben die in die Kisten nicht mehr reingeguckt. Hast du nur noch gesehen, Bücherkiste, alles Müll. Und die haben schnell mal wirklich. Hi. Ja. Kannst du mir helfen? Weiß ich nicht. Meine Kette ist abgesprungen, ich krieg sie leider nicht raus. Oi, oi, oi. Was hast du denn gekauft? Was soll ich denn nehmen da? So was? Was findest du witzig? Ja, natürlich. Woanders wird das angenommen als Auftrag? Woanders wird es angenommen als Auftrag? Ja, kannst du heute Nachmittag abholen. Oh, naja, 10 plus 15 Euro. Ja, gut, okay. Ich will mir die Hände nicht schmutzig machen, machen wir. Aber so ist es ja. Bin ja mal gespannt, was der Cutter. Der damit klarkommt mit dem Material. Ja, mit den Kiezsenf folgen. Hast du jetzt einen neuen Cutter? Das ist, gestern Abend warst du doch da, hast du doch mitgekriegt, oder nicht? Oh, der ist ein bisschen höher. Der nimmt die ganzen Bäume mit. Ich komm morgen vorbei, dann kommt er vorbei, ist eine Zitrone, haut wieder ab. Da kann man sagen, viel zu gut bin ich hier. Ja, ja, nee. Na, ich hab schon mal eine Übung, dass ich früher da bin. Ach so. Für die Zeit, wenn ich hier einen neuen Ruf mache. Konditionieren. Geh mal zu meiner Frau, ist sie was. Und viel zu gut bin ich hier. Okay. Na, dann bis später. Na, bis dahin. So ein Blumenwagen, wa? Also diese holländischen Blumentransporter für Sonnenblumen, für langstielige Sonnenblumen. Ja.
Küsse. Wird verhökert. Naja, wenn du die ganze Wand hier so vollhängst mit den Dingern, dann kriegst du pro Tag bestimmt 2-3 Verkauf. Und hier so. Ja, eventuell, oder? Klar, locker. Zu essen. Na? Das hier. Moin. Das macht Manis nicht mehr? Nee. Oh. Ich weg da. Ach. Nee. Seid ihr noch stinkig aufeinander? Dicke. Ach. Das ist kannst du ja nicht ändern. Ja. Nee, sie ist ja nicht. Mann, sie ist ja nicht stinkig. Sie fühlt sich ja nur schuldig. Ach so. Irgendwie, halt keinen Eindruck. Was soll's so? Sagt man. Na, jetzt hat sie Einkaufssperre. Na, der Hüte klappt. Gestern durfte sie ja. Zugtickets kaufen, ist ja in Ordnung, ist Ersatzbefriedigung. Ja, war? 200 Euro, pst, oh, geil. Ja. Hauptsache Geld ausgegeben. Ausgegeben. Einkaufen war so hoch. Heute muss ich wieder einkaufen gehen, weil Leon da ist. Na, gestern Abend haben wir Dennis, ich und Leon noch zu Hause dann gegessen. Also Abendbrot gegessen,